Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Afterlives Plus. Ja, zwei Folgen Isaac hintereinander. Hatte ich jetzt auch noch nicht so lange mehr, aber gut, heute machen wir die Daily Challenge, denn ich muss 31 Daily Challenges, glaube ich, schaffen. Und ich habe gerade nicht so viel Zeit, deswegen nur Daily Challenge, die hoffentlich, ja, die geht sogar nur bis zu Moms Fuß. Heißt, wird nicht so lange dauern und wir sind halt auch noch hier, wie heißt er nochmal? Auf jeden Fall dieser Dude, der Laser hat und so. Ich glaube, das wird sehr, sehr schnell gehen. Wir machen jetzt einfach mal einen Speedrun draus. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich gar nichts, sondern werden hier einfach nur durchlaufen. Ja, es ist nämlich schon sehr spät, muss ich sagen. Es ist jetzt schon 7 Uhr und Viertel nach 8 läuft halt Höhle der Löwen. Und ja, ich gucke Fernsehen und ich gucke auch Höhle der Löwen, weil ich das ganz toll finde, wie die ganzen Leute da... Danke für irgendwas. Selbstständig werden wollen. Und ich bin ja auch mehr oder weniger selbstständig. Zumindest habe ich einen Gewerbeschein. Von daher, das motiviert mich dann immer, auch irgendwie in diese Richtung zu gehen, halt irgendwas Selbstständiges zu machen. Und deswegen gucke ich das ganz gerne. Und ab und zu sind da auch ganz nette Produkte bei, die man dann mal kaufen kann. Also ich habe schon einige Produkte aus Höhle der Löwen gekauft. Meistens sind sie ein bisschen zu teuer. Ein bisschen arg zu teuer. Wenn man, aber ja, ich finde es ganz interessant, dass man da auch sieht, wie viel Marge die überhaupt nehmen. Also manchmal haben die so Herstellungskosten von 20 Cent und verkaufen ihren Scheiß dann für 14 Euro oder sowas. Das ist schon echt heftig, was die da für eine heftige Marge nehmen, aber ist okay. Oh, da Butter, das ist übrigens ein neues Trinket, das hatte ich davor noch nie. Das macht, soweit ich weiß, dass wenn man sein Space-Item einsetzt, dass man das dann aus der Hand verliert. Das ist auch eher so ein Nischen-Trinket, möchte ich sagen. Genauso wie dieses schwarze Herz, was wir in der letzten Folge hatten, wo ich die ganze Zeit nicht wusste, was es macht. Also es gibt schon irgendwie so ein paar Trinkets in diesem Spiel, die wirklich sehr, sehr nischig sind, die man nur einsetzen kann, wenn... Ah! Fuck, wurde ich echt noch getroffen hier. Wenn alles passt. Oh, was haben wir hier noch? Erstmal das schwarze... Ach, man kriegt gar kein schwarzes Herz. Oh, das Ding können wir mitnehmen. Mir doch egal. Ja, komm, wir nehmen alles mit. I don't care. Ja, aber ich habe auch noch eine Challenge, wo man... Ich weiß nicht mal, ob ich 31 Daily Challenges schaffen muss oder einfach nur machen muss, also einfach nur reingehen muss. Ich glaube sogar, das ist eher das, aber wenn ich schon drin bin, dann werde ich sie natürlich auch schaffen. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die Daily Challenge, wenn man sie nicht schafft, zählt nämlich nicht dazu, zu der Windstrake, die man macht. Also sie zählt das hier auf jeden Fall nicht als Lose bei dieser Windstrake. Ob die jetzt... als Windstrike dazu aber noch zählt, das weiß ich halt nicht. Wir sind schon bei Boss. Das ging schnell. Hallo, Gertie. Das wird ja, Mini-Speedrun hier auf jeden Fall. Ja, und deswegen gucke ich das ganz gerne. Und ab und zu kaufe ich noch was. Guckt ihr das auch, Leute, auf Vox? Jeden Dienstag um 20.15 Uhr? So, erstmal Werbung gemacht. So, Vox, für deine Löwen, bitte schickt mir euer Geld dafür, dass ich Werbung gemacht habe. Ja, ja. Ihr habt jetzt bestimmt 0,5 Zuschauer mehr bekommen dank mir. Da, 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 da. Oh ja, ich schaue das sehr gerne. Das ist, glaube ich, auch die einzige Sendung, die ich auf Fox überhaupt gucke. Oh, ich weiß, wir waren noch nicht im goldenen Raum, aber juckt halt nicht. Vor allem, wir müssen ja nicht mal bis zum Ende gehen. Wir müssen halt wirklich nur bis zum Mams Fuß gehen. Deswegen wird das jetzt hier so doof. So, warum hatte ich heute keine Zeit? Weil ich den ganzen Tag nur Bio gelehrt habe. Den ganzen Tag. Ich habe, ja, viele, viele Stunden einfach nur Bio gemacht. Und irgendwie, während ich Bio mache, bei Bio ist das richtig krass irgendwie, merke ich, dass ich so... Allgemeinwissen schon irgendwie hab, so von Bakterien und sowas. Das ist gerade mein Thema, Bakterien und Viren und AIDS und sowas in diesem Sinne, aber... Und wie der Wald aufgebaut ist und so ein Scheiß. Also, ja, sowas halt. Und nein, nicht wie in der Grundschule, dass man sagt, oh ja, hier diese Jahresringe, die zeigen an, oh, der Baum lebt so und so viele Jahre. Sondern eher, warum hat der Baum diese Jahresringe und warum sind die manchmal dicker und manchmal nicht so dick und blablabla, bla bla, halt auf Gymnasiumniveau. Und irgendwie habe ich aber trotzdem das Gefühl, also es ist schon krasser als jetzt in der Realschule oder Grundschule, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, also man hat es alles schon mal irgendwie gehört, so allein auch vom AIDS-Virus und sowas, das, oder vom HIV-Virus, muss man ja eigentlich sagen, dass der dann an die T-Helferzelle geht und deswegen nicht erkannt wird vom Antivirenprogramm in deinem Körper. Und das ist ja eigentlich so Allgemeinwissen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich durch dieses Bio, was ich da mache, doch irgendwie ganz viel Neues lerne. Oder auf einem anderen Niveau das nochmal lerne. Irgendwie ist das bei Bio wirklich richtig heftig. Da merke ich das irgendwie mega krass. Keine Ahnung, vielleicht ist meine Allgemeinbildung einfach mega scheiße, das kann auch sein. Wieso gehe ich hier rein? Weiß ich nicht. Jetzt komm runter, das wird wieder so eine Knochenhand sein. Nee, okay, der hat sich aber lange Zeit gelassen dafür, dass es keine Knochenhand war. Eigentlich brauchen die Knochenhände nämlich immer so mega lange, bis sie runterkommen. Naja, ist okay.
Ja, von daher Bio, voll geil, Leute, voll geil. Jetzt weiß ich auch, wie das Immunsystem funktioniert. Das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht. Das hatte ich bestimmt irgendwann mal in der Realschule. Aber jetzt im Gymnasium weiß ich, dass das richtig mit den B-Lymphozyten, die sich dann in eine T-Helferzelle aufteilt und in eine T-Killerzelle oder wie die heißt. Und so, wie das alles funktioniert und dass die dann Antikörper und so produzieren. Ja, 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 das wusste ich alles nicht so wirklich. Also nicht so ganz genau. Man hat das alles schon mal gehört. Aber wie und warum und weshalb die das machen, keine Ahnung. Ich wusste auch nie in meinem Leben, wie so eine Zelle aufgebaut ist, to be honest. Das habe ich nie gelernt. Das lerne ich jetzt erst in der 11. Klasse. Das ist echt strange, möchte ich sagen. Na ja, und ihr so, Leute, was habt ihr heute so gelernt? Ist überhaupt Schule? Ich glaube, in ganz vielen Bundesländern ist gerade Ferien. Ich glaube, in Hamburg sind Ferien. Ach ja, aber ich muss trotzdem Schule machen. Ich aber, kleiner Kerl. Ja, ansonsten gucke ich sehr viel League of Legends Worlds, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Auch von Teams, die ich eigentlich gar nicht so krass gucken möchte. Aber irgendwie finde ich es dann doch spannend. Und ich finde es interessant, dass sehr oft Yuumi gebannt wird, was ja irgendwie mein Main-Charakter gerade bei League of Legends ist. Also scheint das ein sehr starker Charakter zu sein, obwohl immer alle sagen, oh ja, der Champion ist tot genervt worden. Stimmt gar nicht, Leute, stimmt gar nicht. Aber ich will hier gar nicht so viel von LoL reden. Deswegen lassen wir das. So, wir sind bei 5 Minuten. Mal gucken. Ihr könnt ja mal einen Tipp abgeben, wie lange ich brauchen werde, was ihr denkt. In welcher Ebene sind wir denn hier? Warte mal, lass mal kurz gucken. Necropolis 2. Das heißt, es sind noch 3 Ebenen. Also diese und noch 2 weitere. Bis wir bei Mom sind und diese Ebene, diese Daily Challenge geschafft haben. Die explodiert. Das ist jetzt aber doof für uns hier. Aber kriegen wir trotzdem hin. Wir als Fliegender. Ich habe leider vergessen, wie der Typ heißt. Weiß ich nicht. Ich hatte mal einen Dizzy-Skin für den, das weiß ich. Ich hatte so ein Toothless-Skin für den gemacht. Kann ich leider bei Afterbirth Plus nicht einsetzen. Ich glaube, ich habe das damals für Rebirth gemacht oder für Afterbirth sogar, weiß ich nicht. Aber bei Afterbirth Plus war ja irgendwie der Fall, dass die Mods jetzt anders funktionieren. Da gibt es ja jetzt diesen Workshop und sowas von Steam. Da sind die Mods jetzt. Und deswegen funktioniert das, glaube ich, mit Afterbirth Plus nicht mehr. Voll schade, habe ich voll viel Zeit reingesteckt. Genauso wie bei Blazing Beaks in meinen Dizzy-Charakter da. Und jetzt spiele ich gar kein Blazing Beaks mehr. Vielleicht sollte ich mal wieder Blazing Beaks auspacken. Was meint ihr, Leute? Würdet ihr Blazing Beaks nochmal irgendwann gucken? Das war dieses Spiel mit den Vögeln und auch Roguelite, wo ich noch nie bis zum Ende gekommen bin, was einfach viel zu schwer ist, wenn man ein bisschen weiter hinten ist und das alleine spielt. Ich könnte es ja vielleicht mal mit jemand anderen spielen. Das wäre vielleicht noch was. Guck mal, eine Emperor-Karte. Wir könnten noch schneller werden. Vielleicht kriege ich diese Challenge sogar unter 10 Minuten hin. Das wäre richtig geil. Wollen wir jetzt schon zum Boss gehen? Warte, Dark Devs 2. Oh, das ist jetzt schon Marm, oder? Haha, ich schaff's in 7 Minuten. Wow. Wir haben auch genug Leben. Ich glaube sogar, wenn wir die ganze Zeit getroffen werden, kriegen wir das hin. Weil wir hier einfach so viel Schaden machen mit den schwarzen Herzen, dass sie einfach tot ist. Das Gute ist ja, wir kommen jetzt auch auf eine gute... auf eine gute Zeit hier auf jeden Fall, denke ich. Wir werden aber wahrscheinlich... Es spielen unfassbar viele diese Daily Challenges bei Isaac. Deswegen vermute ich mal, dass ich trotzdem nur in die Top 500 komme oder sowas. Also dass über 500 in der Zeit, nur in der Zeit, vor mir sind. Punktemäßig bin ich bestimmt in den über Tausenden oder sowas. Ja, geschafft, ich bin der Allerbeste. Also bin ich mal gespannt. Guck, Score 1345. Was ist das für ein Scheiß? Wieso spielen das erste zu viele? Und wieso haben die alle so viel Score? Aber Time bin ich gar nicht so schlecht. 116 hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Okay, das war jetzt, glaube ich, die kürzeste Folge aller Zeiten, die ich in Isaac hatte. Ja, lasst mich wissen, ob ihr mal Blazing Beaks irgendwie sehen wollt. Jetzt gucken wir nochmal kurz nach. Nee, Windstrike zählt die Daily Challenge nicht rein. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Sehr kurzer Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.